den finsteren Tagen des Kalten Krieges, als die Welt am Rande einer nuklearen Katastrophe balancierte, suchten Geheimdienste der Supermächte verzweifelt nach jedem nur erdenklichen Vorteil, der das Kräftegleichgewicht zu ihren Gunsten kippen könnte. Es war eine Zeit, in der Misstrauen und Paranoia die treibenden Kräfte hinter den geheimen Operationen waren. Die CIA, stets bestrebt, neue Wege zu finden, um den vermeintlichen Feind auszuspionieren und zu kontrollieren, wandte sich zunehmend unkonventionellen Methoden zu, selbst solchen, die weit über das damals bekannte wissenschaftliche Verständnis hinausgingen. Getrieben von der Angst, dass die Sowjets möglicherweise ähnliche Forschungen betrieben, begann die CIA aktiv nach Berichten und Forschungen zu suchen, die sich mit mysteriösen Phänomenen wie zum Beispiel Gedankenkontrolle und außerkörperliche Erfahrungen und der Manipulation von Raum und Zeit durch den menschlichen Geist befassten. Es schien absurd und scheint es immer noch. Doch mit diesen ambitionierten Zielen ordnete die CIA eine Reihe streng geheimer Untersuchungen an, um herauszufinden, ob es möglich war, das menschliche Bewusstsein so zu manipulieren, dass es über die Grenzen der physischen Welt hinausgehen konnte und somit einen Vorteil gegenüber den Sowjets zu haben. Es war eine gewagte und riskante Idee. Könnte man durch die Veränderung von Gehirnwellen eine Art mentale Überlegenheit erreichen, die den Zugang zu höheren Dimensionen ermöglichte? Und wenn ja, welche Macht könnte das für diejenigen bedeuten, die diese Fähigkeit beherrschten? Okay, wir bleiben lieber wissenschaftlich. Und dennoch begann die Erforschung des sogenannten Gateway-Prozess, einem Experiment, das bald die Vorstellungskraft und den Verstand derer, die daran beteiligt waren, herausfordern sollte. Okay, ich übertreibe wieder, aber es war tatsächlich die Geburtsstunde eines geheimnisvollen Dokuments des Kalten Krieges, eines Berichts, der Jahre später für Aufsehen sorgen sollte. In 1983 verfasste die CIA einen obskuren Bericht über die Gateway Experience, in dem behauptet wurde, dass ein veränderter Zustand des menschlichen Bewusstseins in der Lage sein könnte, Raum und Zeit zu überwinden. Jahrzehnte später wurde das Dokument freigegeben, doch liefert das Dokument einen Beweis für das Gesetz der Anziehung zum Beispiel oder zeigt es die Vorteile, die sich ergeben, wenn man gute Schwingungen an das Universum sendet? Haben die Dokumente eine wissenschaftliche Basis? Nun, das 29-seitige Dokument hat den Titel Analysis and Assessment of the Gateway Process, also die Analyse und Bewertung des Gateway-Prozesses. Du hast mich genau richtig verstanden. Ich habe 29 Seiten für dieses Video abgeklappert, um dir das hier präsentieren zu können. Also wenn das kein Abo wert ist, dann beiß ich dir in deine Wade. Es wird vermutet, dass der Bericht Teil einer umfassenden Untersuchung der CIA war, die untersuchte, ob die Konzepte der Gedankenkontrolle und Hypnose bei den Spionagebemühungen des Kalten Krieges eingesetzt werden könnten. Es handelt sich übrigens um einen äußerst wortreichen und dichten Bericht, der alles von den Neurowissenschaften bis hin zu Quantenmechanik berührt, zwischen harter Wissenschaft und Pseudowissenschaft schwankend. Oh, also eigentlich bin so am Schwitzen. Es ist gerade 30 Grad hier im Office. Es ist nicht leicht aufzunehmen bei dem Wetter. Im Wesentlichen geht es aber darum, dass die CIA die Idee untersucht, eine tiefgreifende außerkörperliche Erfahrung herbeizuführen, mit der man sich möglicherweise auf eine Art höheres Bereich, ein höheres Jenseits der Realität einstimmen könnte. Und so heißt es im Bericht. Im Grunde ist die Gateway-Erfahrung ein Trainingssystem, das darauf abzielt, die Amplitude und Frequenz der Gehirnströme zwischen dem linken oder zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte zu verstärken, zu fokussieren und kohärenter zu machen, um das Bewusstsein zu verändern und es außerhalb der physischen Sphäre zu bewegen, sodass es schließlich sogar den Beschränkungen von Zeit und Raum entkommt. Das scheint tatsächlich sehr interessant zu sein. Doch frage ich mich persönlich, woher kommt die Gateway-Erfahrung? Wer hat denn dran gearbeitet? Wer hat dran geforscht?
Nun, die als Gateway Process bezeichnete Technik basiert auf Ideen, die vom Monroe-Institut entwickelt wurden. Eine gemeinnützige Organisation, die sich mit der Erforschung des menschlichen Bewusstseins befasst. Die meisten Theorien von dem Institut besagen, dass bestimmte Übungen das Gehirn in die Lage versetzen können, sich zu hemisynchronisieren. Das heißt, die Gehirnwellen der rechten und der linken Hemisphäre synchronisieren sich mit der gleichen Frequenz und Amplitude. Die Hemisynchronisation, so der Bericht, kann durch eine Reihe mediationsähnlicher Übungen erreicht werden, während man eine Reihe von Klangwellen hört, die als Gateway-Tapes bekannt sind. Dem Bericht zufolge ist das Universum ein komplexes System interagierender Energiefelder, in dem Zustände einfach Variationen der Energie sind. Das menschliche Bewusstsein ist nicht anders. Es ist nur ein Schwingungsmuster von Energie. Laut dem Bericht ist das menschliche Bewusstsein nicht anders. Es ist nur ein Schwingungsmuster von Energie. Sobald die Hemisynchronisation erreicht ist, so der Bericht, so kann sie einen veränderten Bewusstseinszustand auslösen, in dem die Schwingungen des menschlichen Bewusstseins sich von der physischen Realität lösen und sich auf diese reinen Energiefelder konzentrieren können oder sich auf diese reinen Energiefelder einstellen können. Aber hier ist noch nicht Schluss. In Anlehnung an die Idee der Quantenverschränkung wird in dem Bericht behauptet, dass es dem menschlichen Bewusstsein möglich sein könnte, das Universum tiefgreifend zu verändern, da die Realität eine holographische Projektion ist. Der Teil kodiert das Ganze, so der Bericht. In diesem Verständnis der Realität ist alles in einer Matrix von miteinander verbundenen Energieschwingungen tief verbunden, von ihrem Bewusstsein bis von dem Bewusstsein bis in die Tiefen des Universums. Dieses Bewusstsein nimmt an dem allwissenden, unendlichen Bewusstsein-Kontinuum teil, das ein Merkmal der Energie in der ewigen Gegenwart ist. So heißt es weiter im Bericht. Folglich ist es richtig zu beobachten, dass eine Person, wenn sie den außerkörperlichen Zustand erlebt, tatsächlich diesen ewigen Funken des Bewusstseins und der Erinnerung projiziert. Die ultimative Quelle ihrer Identität darstellt, um ihn dann in Dimensionen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Zeitraumwelt, in der ihre physische Komponente gegenwärtig eine kurze Periode der Realität genießt, spielen zu lassen und daraus zu lernen. Was auch immer zum das heißt. Einige Leser des Berichts haben diesen Gedanken weiter vertieft und ihn als Beweis für das Gesetz der Anziehung genommen. Also die Philosophie, dass positive Gedanken positive Ergebnisse im Leben eines Menschen bringen. Während natürlich negative Gedanken negative Ereignisse nach sich ziehen, macht ja auch natürlich super Sinn. Das ist gar nicht so einfach, das alles irgendwie durchzugehen und ernst zu nehmen. Aber was ist also von diesem Dokument zu halten? Nun, das Dokument ist zweifellos eine interessante Lektüre, sollte aber trotz der wissenschaftlichen Sprache und des Konzepts, auf der es sich stützt, nicht als wissenschaftlich betrachtet werden. Viele der Ideen in dem Bericht stammen aus der echten Welt der Wissenschaft, aus echten wissenschaftlichen Forschungen, sind aber in ihrer Gesamtheit aus dem Konzept herausgegriffen und nicht nur nicht überprüfbar, sondern äußerst fragwürdig. Konzepte der Quantenmechanik wie die Quantenverschränkung scheinen völlig wirklich aus dem Kontext gegriffen zu sein, ohne tatsächliche wissenschaftliche Basis. Und hier muss ich persönlich einen Punkt ansprechen, der mir äußerst wichtig ist. Viele Konzepte der Physik werden extrem vereinfacht dargestellt, um es der Menschenmasse natürlich deutlich zu machen, damit jeder es irgendwie verstehen kann. Wie zum Beispiel das Doppelspaltexperiment. Dieses Experiment ist eines der bekanntesten in der Quantenmechanik und hat zu vielen Diskussionen und natürlich auch Fehlinterpretationen darüber geführt, wie zum Beispiel das Bewusstsein die Realität beeinflussen könnte. Doch das Doppelspaltexperiment zeigt zum Beispiel, dass Teilchen wie Elektronen und Photonen sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften besitzen. Wenn ein Elektron durch zwei nah beieinander liegende Spalten geschossen wird, und dann auf der anderen Seite ankommt, wo es dann gemessen wird, verhält es sich wie eine Welle. Es erzeugt einen Differenzmuster auf einem dahinter liegenden Bildschirm. Oder Schirm, besser gesagt. Es sei denn, man misst tatsächlich, durch welchen Spalt das Elektron geht. In dem Moment, in dem eine Messung durchgeführt wird, scheint das Elektron plötzlich wie ein Teilchen zu agieren und das Interferenzmuster wird zerstört. Und hier entsteht oft das Missverständnis, dass
Das Bewusstsein des Beobachters direkt die physische Realität beeinflusst. Viele Menschen glauben, dass der Akt des Beobachters oder das Messen die Realität erschafft, indem es die Wellenfunktion komplett kollabieren lässt. Also die Möglichkeit mehrerer Zustände auf einen einzigen messbaren Zustand reduziert. Diese Interpretation führt zu der falschen Vorstellung, dass unser Bewusstsein die materielle Welt formt. Es muss klar sein, dass das Doppelspaltexperiment absolut nicht beweist, dass unser Bewusstsein die materielle Welt formt. Der Kollaps der Wellenfunktion, der in diesem Zusammenhang oft erwähnt wird, ist kein Beweis dafür, dass das Bewusstsein die Realität erschafft. Dies ist eine grundlegende Fehlinterpretation der Quantenmechanik und hier fangen wir nur gerade erst an. Das, was als Messung in der Physik bezeichnet wird, ist weitaus komplexer als das einfache Beobachten oder Wahrnehmen eines Experiments. Es beinhaltet die Wechselwirkung zwischen einem Quantensystem und einem Messgerät, die nicht durch bloße menschliche Wahrnehmung oder Intuition beeinflusst wird. Die Wissenschaft ist viel, viel tiefgründiger und komplexer, als sie durch populäre Erklärungen dargestellt wird, die leider oft auf eine esoterische und irreführende Weise vereinfacht werden. Und ich habe all die Vorgänge, wie die Heisenbergsche Unschärferelation, das Doppelspaltexperiment, das Quantentunneling und viele, viele mehr sehr detailliert auf diesem Kanal bereits besprochen. Also schau dich einfach mal um und abonniere, um keine Videos mehr zu verpassen.